Oh, ich glaube, der Yaoguai ist da, wo wir hin müssen. Weißt du was? Dann würde ich doch sagen, holen wir doch mal die Minigun raus. Auch wenn wir damit eben schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber das war ja auch, weil ich keine Waffe gezogen hatte und so weiter und so fort. Ja, manchmal bin ich ein wenig tollpatschig, das ist wahr. Aber das sind auch andere. Aha. So, also hier irgendwo in der Nähe müsste es das dann doch sein. Alter. Ja, guck mal. Hier irgendwo. Irgendwo. Das sieht verdächtig aus hier. Ach, guck mal. Ödlandsiedler. Ah, der ist aber friedlich. Moin. Warum teilen wir es nicht auf? Lohnt sich echt nicht, deswegen drauf zu gehen. Ich nehme das Wasser alles, weil ich aufhalten will, wird es bereuen. Für einen Anteil am Wasser helfe ich gerne im Kampf gegen diese Scherzkekse. Das geht mich nichts an. Ich bin auch nur auf der Durchreise. Aber ich versuche es mal mit Diplomatie. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ja. Sprache sinnlos, sich weiter wegen des Wassers zu töten. Ha. Sowieso verstrahlt der Schrott. So. Guten Abend, entflohener Sklave. Söldner Abenteurer-Outfit. Und eine Jagdflinte. So, gibt's wieder was zu reparieren hier? Das weiß ich nämlich. Ja, da, guck mal und Oh, ein Kopftuch. Ja. Nö, halt! Ja, der Pro-Gamer mal wieder am Start. Was denn hier los? Kühlschrank. Aufbereitetes Wasser 10. Malo? Entdeckung Vault 106. Wir sind an der Vault, Freunde. Deswegen ist mein Nachname auch Walter. Kein Scherz. Nee, aber anders geschrieben. So, denn mal rein. In der Vault. Das erste Mal, dass wir seit langer Zeit in einer Vault sind. Warte mal. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir mal als Waffe doch mal die Magnum. Bis wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Da ist Loot. Irgendwo war Loot. Ja. Nehmen wir mit. Solange wir nichts Besseres kriegen, nehmen wir auch dieses Loot mit. Ja. Hui. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ich kann mich an diese Vault überhaupt nicht mehr erinnern. Moin. So. Still wie ein Grab. Hier drinne. Ich glaube, diese Vault ist ein Grab. Es sieht aus, als wäre sie verlassen worden. Als wäre hier geordnet abgehauen worden. Sonst, ich sehe keine Leichen, keine Skelette, keine sonstigen. Uah. Zeichen von Kampf. Nein, sehe ich nicht.
Nur jede Menge Billigloot. Klemmbrett. Ja, ach. Ja, das ist ein Stuhl. Ich dachte schon eine Leiche. Uah, was fliegt das Brett so weg? So, ja. Kleines zerstörtes Buch. Das werde ich alles wieder wegwerfen müssen, weiß ich. So, Clipboard-Messe. Ja, alles leer. So, und dann gehen wir mal rein in die gute Vault. Walter, bist du das? Ist das Gas? Ich hoffe mal nicht. Falls wir uns hier nämlich schießen müssen, öffne Tür. Es ist gruselig. Es riecht hier so ein klein wenig nach Tod. Zumindest nach abgestandener Luft. Also aufgeräumt ist es hier nicht. Dagegen war unsere Vault im Endeffekt ein Hort der Ordnung und des Wohlstands. Aber das auch nur, weil wir so einen guten Aufseher hatten. Könnt ihr euch noch dran erinnern? Unser Aufseher. So. Halt. Ich musste erstmal sehen. Sehr leicht. Ach. Scheiß drauf. Machen wir. So, da oben ist es schon mal nicht. Nee, da nicht. Sehr gut. Wir müssten doch bald mal ein Level kriegen. Naja, für das bisschen Erfahrungspunkte kriegen wir wahrscheinlich. Hier ist doch ein Skelett. Oh, Level erhöht. Nase juckt. Wisst ihr was? Wir maxen mal den Dietrich. ja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Kleine Waffen auf 85. Wissenschaft auf 80. Ich habe immer gerne gerade Zahlen, das wisst ihr ja. Feilschen 2 können wir noch draufpacken. Reparieren einen. Haben wir noch drei? Ja, können wir Medizin 3 drauf machen. Alter Schwede. Guck mal, wir haben Dietrich gemaxt. Weiter. Walter. Intensives Training. Ja, ist ja schön. Windhund könnten wir auch. Weißt du was? Oh, haben wir neue? Nee, haben wir nicht. Warte, wo war denn das? Ach so, Sandmann, das kommt erst später mit dem extra Sandmann. Erhalten Sie im Schleichmodus die Möglichkeit, jeden schlafenden Menschen oder Ghoul lautlos zu töten oder und bekommen darüber hinaus für jeden Gegner, den Sie auf diese Weise töten, einen Erfahrungspunkte-Bonus. Wo war das denn? Mysteriöser Fremder. Ja, das möchte ich diesmal haben. Nee, wollte ich gerade sagen, hier hinten ist doch ein Skelett, guck mal. Und das hat sogar eine Wumme dabei. Also hier scheint nicht alles friedlich abgegangen zu sein. Niet, tovarisch. Oh, Alter. Achso, der ist leer, alles klar. Lass mich mal kurz gucken. Ich kann mir zwar kaum vorstellen. Metallhelm. Nee. Der sieht ein bisschen aus wie ein Wehrmachtshelm. Der würde vielleicht besser aussehen, aber Aufklärungsrhythmus. Rüstung. 10. 18? Also, man mag davon halten, was man will, aber wow, cooli, Mann. So, schade, dass man nicht die Kamera frei bewegen kann. Verschlossen schwer. Ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe, weil das heißt, da sind viele, viele, viele lustige Buchstaben. Und das finde ich jetzt gar nicht gut. Weil es nämlich auch schon spät ist, könnte ich mal... Temporarily... Oh, 3 von 11, korrekt. Transmitter. Oh, mhm,
Inform. Ja, das war ein blöder Klick. Okay, alles klar. Wir werden das nochmal versuchen. Also, sagen wir mal so, ich versuche das noch dreimal. Wenn ich es bis dahin nicht gepackt habe. Radioactive, das passt. Oh, Grandfather. Wow. Cool. Gib her. Dringend, Sicherheitshinweis. Falls Bewohner einen merkwürdigen Geruch oder eine Art Geschmack in der Luft bemerken sollten, versichern Sie diesen bitte, dass alles in Ordnung ist. Es gab eine leichte Störung des Filtrationssystems, jedoch nichts Schwerwiegendes. Die Systeme wurden repariert und wieder zu 100% funktionsfähig. Falls sich jemand merkwürdig verhalten sollte, melden Sie dies bitte sofort, damit die medizinische Versorgung erfolgen kann. Der Aufseher. Genauso ein verschissener Aufseher wie bei uns, ne? Und nur für diese Info, ne? Siehst du, Horsti, du bist nicht der Einzige, der ein Schloss knackt und dann, oder ein Terminal knackt und dann, weißt du, überhaupt nichts kriegt. Aber wenigstens Information und darauf kommt es an. Noch eine Knarre. Oh, hier scheint im Aufseherbüro ein Kampf stattgefunden zu haben. Das scheint irgendetwas mit der Kontamination der Luft zu tun zu haben. Ja, wahrscheinlich wieder so ein widerliches Experiment, das die Vault-Verantwortlichen mit den Bewohnern durchgezogen haben. Irgendwas läuft hier durch die Gegend. Ich bleibe erstmal oben auf der obersten Etage, solange es geht. Aha. Hier drüben müsste dann der Generatorraum sein, wenn ich mich recht erinnere an die alte Vault. Da, wo es nukular wird. Ah, kommen wir aber nicht durch. Ach, ich erinnere mich, irgendwo war auch später noch eine Gegend, wo es richtig schön strahlend war. Irgendwas, was mit der Hauptqueste zu tun hatte. Da tapete es eben unten. Warum ist das Licht auf einmal anders? Ach so. Wahnsinniger Überlebender. Mit dem Hammer. Was haben wir denn hier? Keinen Kopf. Ja. So, Holzhammer und ein Vault 106 overall. Digi, ne? Ist nicht so gut gegangen. Also durch die Sachen ist... Oh, ich will die Blechdose. Ich will die Blechdose. Hier ist noch irgendeiner. Uhu. Bist du hier? Uhu. Warte mal. Habe ich das Licht an? Ja. Manchmal ist die Lampe wirklich sowas von trübe. Fast so wie ich. Großes ruiniertes Buch. Ein Hammer. Was auch immer ich. Ja, dann hör doch gar nicht drauf, was hier ist. Oh, ich glaube, wir müssen schon wieder... Ja, nee, wir müssen, glaube ich, schon wieder... Laserpistolen? Ach so, pass auf. Und ein Messer. Sowas geht natürlich immer, ne? Trotzdem immer noch überladen. Okay. Großes verbranntes Buch. Tschüss. Und klein, großes ruiniertes Buch. Wir kommen hier wieder her. Klonk, 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 klonk. Nein, du lootest jetzt nichts mehr. Das kannst du gar nicht. Ach so. Ja. Entschuldigung. Bin doch nur ein Honk. Ja, also das hier könnte explodieren, wenn man hier irgendwie mit... Vielleicht hört ihr das jetzt gerade nicht wegen der lauten, übermäßig lauten Musik, die ich einblende, aber das war hier eben ganz, ganz gruselige Geräuschdingse.
Das von ihrem Pip-Boy ausgestrahlte Licht beeinträchtigt ihre Tarnung. Hatte ich jetzt nicht gedacht. So, wir fahren nach Megaton. Wir kommen hier gleich wieder hin, das ist doch klar. Hallo, Entschuldigung. Gerade voll gerülpst. Falls es keiner gehört hat, hören könnt ihr das sowieso nicht. Ich habe einmal vergessen, glaube ich, einen Rülps herauszublenden. Ja, das kann passieren. Ja, irgendwie schon. Ja, ich war in der Vault gerade, wo Leute verrückt geworden sind. La 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 la. Haben wir irgendwas, was hier rein muss? Ich glaube nicht, ne? Nö, eigentlich nicht. Nö, eigentlich nicht. Weißt du was? Dann pennen wir mal eine Runde. Wie lange denn? 9 Stunden vielleicht mal. Ja. Man kann ja auch immer abbrechen, aber ich denke mal, wir dürften genau um die Zeit aufstehen, wo Moira aufmacht. Moira Schmoira. Ja. Hast du einen Witz? Oh, Alter, guck mir doch nicht. Guck mir nicht in meine Birne. Warum sprichst du nicht metallisch? Ja. Warte mal. Na, kommt wieder jemand angelaufen und ich hab's gewusst. Zum Glück hat sie mir nichts gegeben, was wiegt. Das ist schon mal ganz gut, weil sonst wäre es recht bald vorbei gewesen mit dem Rumlaufen. So, ich nehme noch auf und irgendwie will OBS gerade einen Übergangsnamen von mir haben. Bitte geben Sie den Namen des Übergangs an. Swipe. Dann mach's doch nicht, du dummes Kind. Das kann ich nur immer wieder sagen. So, Entschuldigung, aber... Moin. Kannst du bitte mich in Ruhe lassen? Ah, Sprache 58. Ich brauche Infos über einen Androiden, der sich den Speicher löschen ließ. Oh. Ich möchte gerne Dinge für mein Haus kaufen. Stile. Ach so. Ja, ich wollte ja eigentlich den Liebesmaschinenstil. Ja, hört sich gut an. Ja, nee, also ich verstehe es nicht. Wo man diesen Stil kaufen kann. Ja, nö. Gut, ich verkaufe mir meinen Kram hier. Dann muss ich in die Küche. Die elektrische Leiter verkaufe ich jetzt hier. Zack. Ja. Aufbereitetes Wasser mal 10. Ich muss auf... Oh, sie hat aber viel, viel Geld. Aufklärungsrüstung. Da ist man sehr aufgeklärt drinne. So. Jetzt weiß ich auch, warum wir so viel Gepäck schon wieder haben, weil ich habe jede Menge Blödkram gelootet. Wie man sieht. Bloß nicht. Ich muss sagen, ich bin langsam auch ein klein wenig vielleicht müde, aber ich werde ja gleich Kaffee kriegen, deswegen Schwildergranate, Renate. So, Talon Kampfrüst, ach ja. Hier, was ganz Tolles, ich war in der Vault, ne, habe ich eine Rüstung gekriegt. Ein Overall bekommen. Weißt du was?
ist mir jetzt mal Wurstigkeit. So. Oh, guck mal. Haha, wir sind wieder im Spiel. Warte mal. Wursti, Metallrüstung, Gleisgewehr, Kampfhelm. Ja. Ist mir recht. So, muss jetzt los. Schwester muss los. Oh, jetzt hätte ich beinahe die Tassen aufgehoben. Ich weiß gar nicht mal, ob das Ärger gibt. Weil wir haben vorhin schließlich ein Terminal gehackt, genau vor den Leuten, denen es gehört hat.